Hallo und herzlich willkommen bei Let's PvP. Ich spiele mit Liara und ich habe mich am Level aufgestiegen und ich habe das jetzt hier auf Statikfeld gemacht. Ich werde nämlich einen Hybrid-Skillbaum benutzen, nämlich den hier und den hier. Und wir sind im Huttenwald zum Glück. Weil hier wollte ich euch ja noch ein paar kleine Tricks zeigen, die man mit einem Frontkämpfer so hat. Ausrüstung habe ich immer noch die gleiche, bis auf dieses tolle Blastergewehr, das ich in so einem Paket gefunden habe. Und da geht es auch schon los. Wir rennen zuerst mal in die Mitte. So, vor uns sehen wir Gift. Das können wir für unsere Zwecke verwenden, nämlich so. So, zack, jetzt ist er gestunt und kann nichts mehr machen. So, jetzt haben wir den Ball und laufen los zur anderen Seite. Das ist so der erste Trick und beliebteste Trick, den man hier so macht. Als Frontkämpfer. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Faulwürmer. Wo ist denn jetzt mein Ball hin? Habe ich nur abgegeben, ja. Gerade noch mal so Glück gehabt. Von Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. Da warf ich meine Kollegen hier noch ganz kurz und weiter geht es. Da wurde ein so, der Feind hat den Ball. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. Ich gehe mal hier rüber. Und die Waffe hört sich auch ziemlich cool an. Ne? Betty ist da. Schade. Ich wollte sie ins Feuer ziehen. Alter, lass mich doch mal in Ruhe hier. So. Das kann ich auch. Von Froschhund zu Froschhund. So, jetzt geht mir auf den Sack hier, der Typ. Level 40. So, da unten ist der Ball. Ich muss mir erstmal gerade mal heilen. Von Froschhund zu Froschhund. Dann laufe ich hier lang. Oh, den könnte ein Schild von mir gebrauchen, wenn ich dran komme. Ja. Zack, Messer. Großer Raumgewinn. Na, der hat keinen Bock hier. Wagen hier. Der mag mich wohl nicht. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. So, es bringt auch nichts, jetzt dem Typen nachzujagen und ständig zu zeigen, wie geil ich bin, wie toll ich bin. Das Ganze ist ja hier ein Teamspiel und wenn er meint, mich jagen zu müssen, ist gut, das lenkt ihn von unserem Ballträger ab. Hat er selbst Schuld. Den ballführenden Faulwurm hat's erwischt. So, da ist Bracknia. Kann ich dran? Ne, komme ich nicht. Schade. Wirklich sehr, sehr schade. Ich wollte den ins Feuer ziehen. Zanki. Mach ich mal drauf mit Feuerautomatik. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. So, Impulskanone. Faulwürmer haben den Ball. Zeigt uns, was ihr drauf habt, Faulwürmer. So, ich kann mich nicht mehr bewegen hier. Der Pass der Faulwürmer wurde abgefangen. Macht nichts, sie haben ihn getötet. Was für eine Schande. So, und hier gibt's Energie. Frosch und Brei. Fantastischer Spielzug der Faulwürmer. Und, ach, ich habe mal vergessen, mein Interface zu wechseln. Ich weiß gar nicht, wie es steht. Noch 0 zu 0. So. Ich wollte eigentlich ein paar Tricks zeigen, mal. Ich zieh den mal. Den kommt nicht ran. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden.
haben uns beide getötet. So sollte es eigentlich nicht sein. Gut, das ist dann die zweite Variante. Ähnlich wie Gift. Dann gibt es noch einen dritten Trick, den kann ich jetzt hier noch nicht anwenden, aber die kann ihn erklären. Wenn hier einer ein Ballträger ist, hier zum Beispiel, dann kann ich das so machen, wenn ich ihn anvisiere und dann runterspringe und an meinem höchsten Punkt, das heißt die am höchsten Punkt in dieser Grube, drücke ich Harpune. Dann ziehe ich ihn nämlich zu dem Punkt, wo ich gestanden habe oder geflogen bin. Das heißt, ich war ja in der Luft und ziehe dann von da runter in die Grube sozusagen als letzte Möglichkeit, den zu verhindern, dass der Ball in unsere Linie kommt. So, hier. Jetzt gibt es mal hier einen drauf. Komm her. Wo ist denn jetzt hin? Also den Ding schütze ich mal. Ja. Schade, hat nicht funktioniert. Funktioniert nicht immer, hat auch was mit der Munition zu tun, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, was es war, ob seine Munition leer sein muss und meine voll. Oder meine muss, ich glaube, meine muss voll sein, damit ich ihn ziehen kann. Hier, gibst du nicht ab. So, wenn der mich jetzt geschubst hätte, wäre das Blut gekommen. Moment, ich gebe den Ball ab. Ups. Da war ich leider zu langsam. So, raus geht es. Und hier wieder hoch. Da hinten ist der Feind. Den müssen wir. Oh, die sind da. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Der ist da unten jetzt. Die Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. So, Vollautomatik. Den ballführenden Faulwurm hat's erwischt! Da wurde ein Vorsprung zerquetscht! So, da ist wieder Bagier. Sack gibt es einen auf den Sack hier. Sag hier, da gibt es einen auf den Sack hier. Sehr schöne Reim. Los, Messer. Verbündeter ist unschlagbar. Sehr gut. Gib mir mal ein Schild. Das schaffe ich nicht mehr rüber. Da. Die Faulwürmer erledigen den Ballträger. So war das nicht geplant. Huch, was der hat auch geilen Sound. Faulwürmerpass. Die Froschhunde haben den Ball. Da wurde ein Froschhund zerquetscht. Wir brauchen einen Reinigungsdroiden. So, Sprenggeschuss. Die Faulwürmer passen. Ja, so. Betty ist tot. Da gehe ich mir damit Vollautomatik drauf. So wirft er den Ball weg. Ein Pass ins Nichts. Die Faulwürmer müssen besser hinschauen. Die Faulwürmer sind am Ball. Mal sehen, ob sie ihn behalten. Das Padawan Betty. Raumgewinn
So, das macht nichts, weil die ja sowieso Schaden von uns bekommt, deswegen. So, jetzt Zanki. Spott dich mal. Und voll Automatik. Faulwürmer machen Raumgewinn mit einem Pass. Die Faulwürmer passen. Ja, so macht man das. So. Jetzt gehe ich hier runter und gebe dem ein Schild. Fantastischer Spielzug der Faulwürmer. Spottet ihr auch noch? So, durch die Statikfeld, was ich dem jetzt da drauf gedrückt habe, verursacht er weniger Schaden. Das hilft unser Ballträger. Wir haben schon 9 Medaillen, Mann, wir sind heute gut, echt. Cool. Diese ganze Aktion war spontan, ich hatte mal Lust mal wieder ein Kriegsgebiet zu spielen, habe mich dann angemeldet und musste dann ganz schnell mein Capture-Programm starten und Audacity und weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Huch, jetzt habe ich denen ein Schild gegeben. So, da oben stehen sie alle. Hui, putz, da bin ich. Wo ist denn der? Kommt da hinten, da keiner hin. Da ist er. Da ist der Feind. Jetzt hat der Feind den hier. Baller ich einfach mal drauf. Ein Faulwurm wurde von den Froschhunden erledigt. Ja, da wollte ich ihn ins Feuer ziehen, aber da wurde vorher schon reingeschubst. Jetzt haben wir schon 11 Medaillen. Von Froschhund zu Froschhund. Schöner Pass. So, damit ist der Schaden reduziert. So, den reduziere ich auch mal. So, ja, die behält den jetzt, weil wir haben ja jetzt dann sowieso gewonnen. Ja, ich hab dich gesehen, Kumpel. Frosch und Pass, das war kein Spaß. Die Froschhunde sind am Ball. Der hat es wirklich auf mich abgesehen, das hasse ich ja, ey. Wenn sich die Level 40er welche aussuchen, die 30 sind und die dann immer jagen. Gut, bei ihm ist es jetzt nicht extrem, ich hätte schon extremer. Aber man merkt schon, dass es. Auf mich abgesehen hat, dass er vielleicht wütend war, weil ich ihn alleine getötet habe, weil ich da 5 Minuten stand, der mich nicht töten konnte und ich ihn dann schlussendlich dann doch getötet habe. Ja, wir sind Dritter geworden in unserer verbündeten Statistik. In der Gesamtstatistik sind wir auch Dritter geworden. Hui, das ist sehr gut. Dann gebe ich hier mal Ornus oder Arnus oder wie auch immer das ausspricht, einen Punkt. Wir haben insgesamt 20.000 Schaden abgewehrt. Sind nur 5-mal gestorben, haben 7600 Zielpunkte bekommen und 11 Medaillen. So, das war Hardball. Ich konnte eine Technik nicht zeigen, die habe ich aber erklärt. Ja, mal sehen, vielleicht wenn das nächste Mal im Hardball, wenn wieder mal sowas kommt, vielleicht kann ich das ja zeigen. Und dann wisst ihr auch, wie man so umgeht. Das Ganze kann man nicht nur mit Frontkämpfern machen, sondern man kann das auch mit hier die Gelehrten machen oder hier die Schatten machen mit dem. Mit der Ziehfertigkeit jemanden ranziehen und oder man kann das auch mit einem Kommando machen mit der Erschütterungsladung, ist halt nicht so präzise. Hier klingelt das Telefon, deshalb muss man halt gucken, wo man steht, damit der Feind auch dann richtig in die Lava fliegt oder ins Feuer fliegt. Und Frontkämpfer hat auch den Vorteil, man kann zu einem hinlaufen, das heißt, wenn ein Feind oben auf der Linie steht und man hat den Ball, kann man durchstürmen, von unten nach oben hochstürmen, sozusagen fliegen. Das ist ziemlich cool.
Und da hat man echt Vorteile als Frontkämpfer, beziehungsweise auf Powertech ist es die gegengesetzte Klasse auf dem Imperium-Seite. Gut. Ja, das war's dann erstmal für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss.